Cheyenne Ashley Tiffany hat zum 5307. Mal endlich einen Plan, wie sie aus der Hartz-IV-Falle rauskommt und Millionärin wird. Wenn ich etwas sage, lachen immer alle. Ich glaube, ich habe einen gewissen siebten Sinn für witzig sein. Viele Monate hat Cheyenne an einem ausgefeilten Comedy-Programm gearbeitet, welches sie nun das erste Mal vor einem Live-Publikum vorführen wird. Ja, meine Damen und Herren, jetzt kommt eine junge Dame, die bestimmt ein bisschen nervös ist, da es heute ihr erster großer Auftritt auf einer Comedy-Bühne ist. Bitte begrüßen Sie mit mir mit einem herzlichen Applaus Cheyenne Ashley Tiffany! Ja, danke, danke schön. Ja, der wilde Westen. Kommt ein Cowboy zum Friseur. Als er wieder rauskommt, ist sein Pony weg. Ja, okay, ein schweres Publikum, das liebe ich. Ja, letztens war ich zur See. Wie nennt man einen Seemann, der sich nicht wäscht? Ein Meerschweinchen. Okay, ihr Kackbratzen, wie ihr wollt. Weil... Mag schon jetzt nicht, geh weg bei die Bühne. Nein, du kriegst jetzt kein Überraschungsei, Mark Jerom. Deswegen, weil du mich abfacken tust. Danke. Stehen zwei Kühe auf der Weide. Sagt die eine Mu, sagt die andere halt die Fresse. Okay, wie ihr wollt. Letzten Sommer war ich... Tom Hendrik, nicht so schnell im Kreis laufen, sonst kotzt der Glee wieder voll und ich schluck das runter. Danke. Ja, danke schön. Wunderbar. Danke. Ist aber eigentlich gar nicht so lustig. Mein Tom Hendrik hat ADHC. Vielen Dank, ja. Aber wie gesagt, ist eigentlich gar nicht so... Schascha, Glee! Nein, nicht zurückkotzen aus Rache! Mark Jerom, nicht mehr die Kotze spielen, das ist Tom Hendrik im Seine. Jacqueline, keine Arschpumpe in die Kotze machen. Ja, danke, ich muss mal eben... Jacqueline, nein, nicht... Cheyenne Ashley Tiffany. Der Comedy-Auftritt war ein voller Erfolg. Ich glaube, der Kuhwitz hat mir den internationalen Durchbruch gemacht. Okay. Was? Nein, Jacqueline, du trinkst nicht die Kotze von Tom Hendrik. Nachher wirst du noch schwanger hier.